Servus Freunde, willkommen zurück bei Fluminio Gaming. Wir spielen Riptide GP2. Ich versuche jetzt in diesem Rennevent nochmal einen Stern zu verdienen, damit wir das nächste Turnier freischalten können. Da brauche ich nämlich insgesamt 6 Sterne. Momentan habe ich 5, okay. Ich gebe mein Bestes. Also ich muss mindestens Dritter werden, um einen Stern zu verdienen. Gut, schauen wir uns nochmal ganz kurz das Intro bzw. die Rennstrecke dazu an, auf der wir jetzt fahren werden. Und für mich gilt es, wie gesagt, mindestens Dritter zu werden. Ich gebe mein Bestes, ich werde es versuchen. Ich habe auch mein Fahrzeug. Want to have more time to land stunts? Learn the agility talents from the profile screen. Also ich habe am Ende von der ersten Folge noch ein bisschen das Fahrzeug getuned. Habe auch einen neuen Trick gelernt, dass ich durfte einen Skillpunkt ausgeben. Habe einen Rockstar, der Trick nennt sich Rockstar, gelernt. Mal sehen, ob es jetzt besser funktioniert, wie noch beim ersten Versuch auf der Rennstrecke hier. Okay, Beschleunigung ist auf jeden Fall schon mal um einiges besser. Steuert sich auch ein bisschen besser. Ich habe auch einen Punkt oder ein bisschen Geld ausgegeben ins Handling. So, hier gebe ich mal Gas. Versuche gleich mal den neuen Trick. Nein, das war der Barhop. Aber ich glaube, für den Rockstar muss ich zweimal die Analogsticks nach oben drücken. So war das. Und bin schon Erster jetzt. Perfekt. Also, die Verbesserungen machen sich gleich bemerkbar. Okay, ich versuch's mal. So, genau, das war der neue Trick. Oh, schade, den habe ich zu lang gehalten. Aber ich werde es nochmal versuchen. Der gibt nämlich satt Punkte für die Boostleiste. Nicht schlecht, Mann. Okay, versuche ich gleich nochmal. So, jetzt. Komm. Ah, da brauche ich mehr Höhe, okay. Alles klar, Mann. Dann bringt das so nichts. Dann versuche ich jetzt mal den ersten Platz zu halten. Brauche ich also mehr Geschwindigkeit, um den Trick auszuführen. Dann machen wir jetzt erstmal die Standard-Tricks, die er schon kann. Frontflip. Gut, jetzt habe ich ein bisschen Boost. Punkte für die Boostleiste verdient mit dem Trick. Gleich mal den nächsten Trick ausführen. So, mal sehen, ob das jetzt reicht, wenn ich hier Vollgas drüber gehe. Ah, hat wieder nicht gereicht. Verdammt, ey, der muss mir doch mal gelingen, der Trick. Naja, brauche ich vielleicht noch mehr Höhe. Weil der hält den ziemlich lange, den Trick. Noch ein Frontflip. Naja, gibt es nicht so viele Punkte, egal. Ah, das war's schon. Okay, aber wir sind auf jeden Fall Zweiter geworden. Es gibt 2 Sterne. Das heißt, ich kann die nächste Rennserie jetzt freischalten. Was ich auch tun werde. Okay, Continue. Gut, wir haben jetzt insgesamt 7. Das heißt, ich gehe zurück ins Menü. Und aber man kann da maximal 12 verdienen. Aber das lasse ich jetzt mal. Local Circuit. Gehen wir da mal hin. So, Last Standing nennt sich dieser Kurs hier. Elimination. Ah, okay, da geht es eigentlich nur darum. In jeder Runde wird man da wahrscheinlich rauskatapultiert, wenn man Letzter ist. Selbe Rennstrecke wie gerade eben, deswegen sparen wir uns dieses Video kurz, diese Rennstreckeneinleitung. Also alle 15 Sekunden wird der letzte Racer eliminiert, alles klar? Okay. Dann muss ich jetzt also aufpassen, dass ich immer versuche, möglichst weit vorne zu fahren. Also 8 Fahrer sind es insgesamt. Also werde ich jetzt in dem Rennen eher weniger tricksen, sondern mehr versuchen, vorne auf den ersten Plätzen zu fahren. Okay. Aber 5. von 7, das ist nicht so gut. Wir sind auch ziemlich schnell unterwegs gerade, so wie es aussieht. Okay, ich gebe mal Gas, um nach vorne zu kommen. Barhop. Wie gesagt, da mache ich jetzt eher weniger Tricks, weil es eigentlich darum geht, ziemlich weit vorne in der Platzierung zu sein. Frontflip. Gas geben. Muss an dem vorbeikommen. Gut, sieht gut aus. Momentan bin ich Dritter. Boah, krass. So, jetzt bin ich Vierter. Jetzt muss ich gucken, dass ich wieder Dritter werde. Da lasse ich jetzt mal den Trick bleiben. Oh, fuck, ey. Komm. Vielleicht klappt's. Boah. Nein, scheiße, ich wurde eliminiert. Fuck.
Aber gar nicht so einfach, also die Gegner werden auch besser, so wie man gerade gesehen hat. Gibt natürlich keinen Stern. Mach ich nicht nochmal. Okay, nächstes Rennen gleich. Ah, geht gar nicht. Okay. Da brauche ich mindestens 8 Sterne, um das freizuschalten. Nun gut, dann fahren wir eben das Elimination nochmal. Mal sehen, ob ich jetzt besser abschneide. Und Gas geben. Gleich mal hier den Speed mitnehmen. Gut, 5. von 8. 4. von 8. Wow. Also hier darf man sich echt kaum Fehler erlauben. Tabletop. So, ich gebe jetzt hier mal ein bisschen zusätzlich Gas, um weiter vorzukommen. 4. von 7. Noch ein Tabletop. Boah, wie krass. Ah, die sind echt verdammt schnell jetzt, die Gegner. Ich brauche mindestens einen Stern, um das nächste Rennen freischalten zu können. Oh Mann, jetzt mache ich noch einen Tabletop, ich depp. Also das, die Symbole, die man da immer bei den Tricks stehen sieht, sind auch die Richtungen, die man drücken muss. Oh fuck, das war gar nichts, aber ich bin Dritter. Mal sehen, ob ich noch weiter vorkomme in der Platzierung. Oh, geh weg, Mann! Was soll denn das? Okay, Dritter bin ich schon mal. Das heißt, einen Stern habe ich gerade eben verdient und noch einen Tabletop. Gas geben. Jetzt versuche ich mal an dem noch vorbeizukommen. Gleich ist vorbei. Aber ich bin Zweiter. Komm, bitte, halte die Platzierung. Yeah! Wo fährt denn der Erste? Oh, der hat so viel Vorsprung, das werde ich nicht mehr schaffen. Egal. Aber Zweiter bin ich. Das ist schon mal ganz gut. Komm, 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 komm. Egal. Das war's mit dem Rennen. Wir können das nächste freischalten. Mal sehen, was das dann für eine Veranstaltung ist. Okay, continue. Damit habe ich jetzt 9 Sterne insgesamt. Und bin Level 4. Kann also wieder ein bisschen was Neues dazu kaufen. Okay, Learn Skills. Machen wir sofort. So, was gibt's denn da Neues? Ein Lazy Boy. Nehmen wir den mal. Gut. Kaufe ich. Gut. Wie geht der? Oben und unten drücken. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob man das nacheinander machen muss oder ob man das gleichzeitig machen muss mit rechts und links, also mit den Analogsticks. Okay, zurück. Dann kaufe ich da noch ein bisschen Upgrades für das Fahrzeug hier. So, Top Speed könnte ich was kaufen, jawohl. Den Boost können wir noch etwas weiter ausbauen. So, und jetzt muss ich wieder ein bisschen Geld verdienen, weil die nächsten Upgrades kosten alle mindestens 3000 Dollar. Und ich habe momentan 2295, aber das ändert sich ziemlich schnell, wenn ich die nächsten Rennen gefahren bin. Okay, dann zurück ins Turnier zurück. Hot Lap, alles klar. Da muss ich also wieder versuchen, mich ziemlich weit vorne zu platzieren in der einen Runde. Gut, schauen wir mal kurz auf den Kurs. Ja, sieht sehr cool aus. Bei Nacht diesmal, okay. 1, 2, 3 und Vollgas bitte. Ich zünde auch gleich mal meinen Turbo Boost. Das war jetzt ein Tabletop, okay. Ich muss nochmal überlegen, wie der eine Trick ging. Oben, unten, glaube ich. Und ich brauche auf jeden Fall auch jede Menge Höhe, um den auszuführen, weil die neuen Tricks, die ich da lerne, die werden länger gehalten von dem Fahrer. Oh mein Gott, was mache ich da für einen Scheiß? Gut, ich probiere das jetzt mal. Analogstick oben, unten drücken. Da passiert gar nichts. Das war jetzt der linke Analogstick, den ich probiert habe. Schauen wir mal. Oder ich muss doch beide halten. Probiere ich mal andersrum. Also oben, unten. Ah, wieder ein Tabletop. Okay. Gas geben. Passiert auch nichts. Also man braucht auf jeden Fall beide Analogsticks, um die Tricks auszuführen. Dann
drücke ich mal den rechten oben und den linken unten. Ah, das war's schon mit der Runde. Schade. Ja, wirklich schnell war ich da jetzt nicht. Aber trotzdem noch Dritter. Sehr gut. Es gibt immerhin einen Stern. Und 300 Dollar. Bisschen Erfahrungspunkte. Machen wir gleich mal weiter. Mal sehen, ob ich mit der Sternenanzahl schon das nächste Rennen freischalten darf. Geht. Okay, hier brauche ich dann schon 12 Tower Defense Elimination Rennen. Das hier ist jetzt wieder ein ganz normales Rennen. Okay. Fahren wir natürlich gleich mal. Geht über zwei Runden. Sieht auch cool aus. Alles sehr futuristisch. Also wer sich erinnert, bei Wave Race ging es ja damals auch darum. Use your brakes to slow down a little before difficult turns. Okay. Ja, bei Wave Race ging es ja damals auch darum, über Tricks Geschwindigkeit aufzunehmen und dann halt nach Möglichkeit Erster zu werden in den Rennen. Oh, das war nichts, ey. Shit. Oh, die Tricks sind aber auch nicht schlecht, wie ich gerade sehe. Gut, dann hier durch. Die Rampe versuchen mitzunehmen. Ach, immer dieser Tabletop. Ich will eigentlich den neuen Trick ausführen. Und Gas geben. So, ich bin Erster. Cool. Also die Verbesserungen bringen gleich was. Boah, shit, kein Unfall bauen. Aber die anderen Fahrer sind mittlerweile auch ziemlich stark. Also die leveln wohl auch mit der Zeit nach oben. Wieder ein Tabletop, halt andersrum. Ich weiß nicht, wie ich diesen neuen Trick ausführen kann. Ich hab's mittlerweile auch schon wieder vergessen. Okay, das war die erste Runde. Frontflip. Und Gas geben. Ich liefere mir hier gerade ein heißes Rennen mit dem Erstplatzierten. Jetzt bin ich wieder Erster. Okay, cool. Jetzt geht's da lang. Mal sehen, ob ich es schaffe, Erster zu werden. Das wäre mein erster Sieg. Ich darf nicht langsamer werden. Ich muss Gas geben. Wir sind nämlich gleich im Ziel. Lang dauert es nicht mehr. Geh mal links vorbei. Da nochmal versuchen, irgendeinen Trick auszuführen. Backflip. Damit kann ich nämlich nochmal Geschwindigkeit aufnehmen, die ich gleich auslöse. Okay, wir sind echt kurz im Ziel, oder? Wie sieht's aus? Oh nein, jetzt überholt er mich hier noch kurz vor Schluss. Sauerei, echt. Ich dachte, ich werde Erster. Na, egal. Aber das war gar nicht so schlecht. Also man sieht's ja, das war ganz knapp. 400 Stück, die ich da gerade eben langsamer war. Gibt auch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Und zwei Sterne zusätzlich, die eigentlich reichen, um das nächste Rennen freizuschalten. Sehr geil. Weil, wie viele brauche ich da? Da brauche ich 12. Ich habe jetzt 12, okay. Da brauchen wir 14, um dieses Rennen freizuschalten. Dann gucke ich mal, wie ich da jetzt abschneide. Wieder ein Elimination-Rennen. Alle 15 Sekunden fliegt der Letztplatzierte raus. Das wissen wir ja bereits. Okay, auch wieder eine coole Rennstrecke. Bei Nacht. So, ready. Let's go, start your engines. Los geht's. Tabletop. Stoff geben. Der erste wurde schon eliminiert. Okay, wo geht's denn hier jetzt lang? Rechts rum, oder? Ja. Barhop war das. Okay. Gas geben, Mann. Das ist echt schwierig. Elva King has been eliminated. Echt schwierig da. Auf einen vorderen Platz zu fahren. Und vor allem in den Kurven richtig reinzukommen, das ist auch nicht so einfach. Aber momentan bin ich Dritter, aber ich werde hart verfolgt vom Viertplatzierten. Also da darf jetzt nichts passieren. Okay, das war wieder ein Tabletop. Vielleicht könnte ich auch mal Tricks kombinieren, um mehr Punkte zu bekommen. Gut, so kann ich mich ein bisschen absetzen von meinem Verfolger. Jetzt bin ich Dritter. Ah, okay, cool. Ich muss aber mindestens Zweiter werden, um noch einen Stern zu verdienen.
um noch einen zusätzlichen Stand zu verdienen, meine ich. Also insgesamt brauche ich zwei. Dritte von drei, okay, das war's eigentlich. Naja, das werde ich nicht mehr schaffen, schade. Boah, was war das? Na egal. Es gab aber einen Stern, okay. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 13. Schauen wir mal, welches Rennen ich nochmal fahren möchte, um da noch einen zusätzlichen Stern zu bekommen. Last Standing, Nightfalls Hot Lap war das. Das war ein ganz normales Rennen. Ich probiere das nochmal. Ein Stern reicht mir, ja. Okay, dann gebe ich gleich Vollgas. Gleich den Boost zünden, um Geschwindigkeit aufzunehmen. Tabletop und Gas geben. Boah, die Kurven sind echt krass schwierig zu fahren. Da keine Geschwindigkeit zu verlieren, ist gar nicht so leicht. Okay, hier drüber jetzt. Das probiere ich jetzt mal so. Ah, da macht er wieder einen Tabletop. Okay, da muss ich noch neue Tricks lernen. Ich habe jetzt nämlich die Analogsticks mal schräg gedrückt. In entgegengesetzte Richtung. Hat aber nicht viel gebracht. Weil ich da wahrscheinlich den Trick, den man damit macht, noch nicht kann. Okay, Barhop und wieder Gas geben. Wieder Dritte. Ah, fuck, man. Aber ganz knapp am zweiten Platz vorbeigeschrammt. Mal sehen, ob das was bringt, aber ich glaube eher nicht. Ich habe immer noch 13 Sterne wahrscheinlich insgesamt. Ja. Das hat leider nichts gebracht. Hm, was könnte ich denn noch machen? Ich will eigentlich das letzte Rennen noch freischalten. Oder werde ich das überhaupt noch schaffen in dem Video? Keine Ahnung. Wir probieren es nochmal mit Last Standing. So. Okay, es kann gleich losgehen. Auf geht's. Gleich mal Gas geben, um mich ein bisschen weiter vorne zu platzieren. Oh, wie es mich immer rausträgt aus der Kurve. Echt krass. Es kann aber auch sein, dass das der Wellengang war von den anderen. Gut, das gibt ein bisschen Boost. Komm, Junge. Oh, das nervt, ey. Dass ich jedes Mal in der Kurve so weit von der Ideallinie wegkomme. Barhop. Gut, und hier nochmal ein bisschen Gas aufnehmen. Oh, Mann. Schon wieder, echt. Vierter von fünf. Sieht ganz gut aus, aber ich muss noch weiter vorkommen. Oh Mann, was mache ich denn da, ey? Freunde, Freunde. Ja toll, was soll denn das jetzt? Naja, egal. Ich bin raus. Ich denke, das war's auch mit dem Video. Ihr habt gesehen, dass es ein ganz lustiges Arcade-Rennspiel ist, wo man allerdings schon einiges können muss, um sich Punkte zu verdienen. Level up. Okay, das nehmen wir noch mit, damit ihr seht, wo ich den Punkt ausgebe. Also für zwischendurch macht es schon ganz, Spaß eigentlich. Okay, genau hier weiß ich jetzt nämlich nicht. Da muss ich beide Analogsticks drücken. Also den linken unten, den rechten oben. Also kaufe ich mal den Skill. Gut, den hätten wir gelernt. Ich kann auch mal kurz meinen Stingray ein bisschen verbessern. Ich gebe ein Upgrade in der Geschwindigkeit aus. Moment, so. Gut, damit sind wir etwas schneller, Top Speed vielleicht. Ah, vielleicht noch ins Handling. Damit ich besser um die Kurven rumkomme. Gut, Leute. Also, das war's mit dem Spiel für mich. Beziehungsweise mit den Aufnahmen zu dem Spiel für mich. Wir sehen uns dann beim nächsten Game. Danke fürs Reinschauen. Macht's gut, Leute. Ciao.